Endlich zurück im Bulk, richtige Portion, nicht mehr nur 21 Gramm Rice Pudding, aber komplett unabhängig von dem Food Part, endlich wieder Energie, ich bin nicht mehr eine halbtote Leiche. Halbtote Leiche macht das Sinn? Nee, macht's nicht. Aber ich kann wieder denken, reden und mein Leben funktioniert immer wieder. Es ist unglaublich geil. Wir haben jetzt heute den Sonntag nach der Bühne, 27. Oktober. Also der letzte Wettkampf ist eine Woche und einen Tag her. Ich habe mir gegönnt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mir Essen gegönnt. Ich habe schön gefressen, Mamas Essen genossen. Viele Kartoffeln, Reis, ordentlich Fleisch, alles. Und ich habe täglich 3.500 bis 4.500 Kalorien gegessen. Kann man sagen, ist zu viel, ist mir scheißegal. Ich habe es gebraucht, ich habe die Energie gebraucht. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen fetter geworden. Und ja, die Form sieht jetzt natürlich nicht mehr so gut aus. Aber es ist mir scheißegal, weil mein Leben fühlt sich nicht mehr an wie Scheiße. Und das ist ein gutes Gefühl, sage ich euch ehrlich. Jetzt will sich aber der Pre-Cut Rice Pudding mit dem Whey Drip gegönnt. Ich habe den Whey Drip ein bisschen verkackt, ey. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser reingetan. Scheiße, egal. Und das Ganze wird gepaired mit dem Crank Energy und danach geht es gleich in Arm Day rein. Und wir ballern heute einfach Arme. Es wird so geil. Und die Trainings, die ich jetzt hatte, die letzten Tage, die waren so unglaublich gut. Es ist einfach next level, by the way, falls ihr meine kompletten Trainings sehen wollt. Kanal ist gelinkt, Jeremy X Trains. Da lade ich immer so Trainingsvlogs hoch. Die sind nicht geschnitten, nicht irgendwas Spezielles oder so, bla. Einfach ganz basic mein Training. Für die, die es juckt, guck vorbei. Ich gönne mir jetzt meinen Crank Energy Manager und dann ballern wir fett, denn ich habe richtig Bock. Und beim Essen eine richtige Schüssel in der Hand zu haben, ist auch ein geiles Gefühl. Bam! Crank Olympia in Kombination mit dem Crank Pump Pro, die OP-ste, krasseste Pre-Workout-Kombo, die man sich ballern kann und die ballern wir uns jetzt. Alle von euch kennen es, den Booster mal zu lang hatten, sich mal einen neuen Booster geholt haben und dann vergessen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hab den Booster in meiner Garage gefunden, der ist von 2029 oder so. Ich habe auf jeden Fall vergessen, dass ich den noch habe und da ist noch ein bisschen was drin, aber jetzt haben sich so sexy mexi Klumpen gebildet. Das ist auf jeden Fall wild. Ihr kennt es, ihr fühlt es. Irgendwie ist wild, aber ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Ist das ein Scoop? Ist das weniger? Ist das mehr? Wir machen einfach noch einen Scoop rein. Jetzt ballern wir noch den Crank Olympia rein. Alter, das wird heftig, das Training, sage ich euch, so ist es. Vor allem haben wir jetzt gerade schon einen ganzen Energy gehabt. Jetzt kommt noch ein Crank Olympia dazu. Das ist schon heavy. Aber ich sage euch, so wie es ist, das muss einen guten Pop geben. Come on. Digga. Enttäuscht, bin enttäuscht, sage ich euch, so ist es. Oh! Das brennt in meinem Hals. Seht ihr das? Ich krieg Gänsehaut. Muss nicht schmecken, muss wirken. Irgendwie schmeckt's geil und scheiße zugleich. Let's hit some fucking biceps. Digga, ungelogen, nach fucking 2 Sätzen Bizeps Curls einen besseren Pump als nach einem 3-stündigen Training in der Prep. Yeah.
Also ich glaube, ich muss an dieser Stelle nicht viel zu den Pumps sagen. Erstmal Real Talk an dieser Stelle. Diese fucking Trainings, seit ich wieder im Aufbau sind, machen einfach so Spaß. Ich habe ungelogen. Ich habe den Spaß am Training verloren. Ich hatte keinen Bock mehr aufs Training. Das hat mich jeden Tag, jeden verfickten Tag hat es mich angeschissen, ins Training zu gehen. Ich habe trotzdem kein einziges Mal geskippt natürlich, aber ich hatte kein einziges Mal Bock drauf. Ich hatte wirklich keinen Bock drauf. Ich wollte nur am Boden liegen, pennen, irgendwas. Und jetzt diese Energie, die zurück ist. Es ist so geil. Es macht einfach unglaublich Spaß. Und auch dieses Armtraining jetzt, Alter. Geil. Fucking geil. Digga, dieser Pump ist so fett. Lost personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same clout. The pollen flowing through the industry got discongested. I'm XXL if they fit the penny. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM and it, double send it till they get the message. A road trip they left with. Nothing, I've been in the city of angels. Long enough to sit and question their successes. Who they paying, who they get in bed with. Ooh, I can't trust a nigga. You rub a nigga wrong. Heard to get to your position that you suck a nigga off. And cover up so troublesome. They hear a couple months to back up on the struggle bus. I see the shoe fitting well on you Cinderella boys. Cause dressing feminine, stepping in as a selling point. Renting toys, taking pics. Hope you break 1,000 likes. Claim you got that life, but niggas never see you out at night. Dann jetzt gibt's einen fetten, geilen Pumpcheck. Obwohl ihr den Pump ja eigentlich schon die ganze Zeit gesehen habt. Wenn ich meinen Arm einfach die ganze Zeit geflext habe, weil das Ding so fett, voll und riesig massiv ist. Dieses T-Shirt. Okay, fairerweise, dieses T-Shirt kann meine Arme ziemlich gut verstecken, weil es ein fettes Oversize-T-Shirt ist. Grüße gehen raus an ESN, Digga. Ihr habt T-Shirts gemacht, die mich fucking dünn aussehen lassen. Ich darf nicht fluchen, weil sonst kommt ihr wieder in meine Kommentare und sagt, ich benutze böse Wörter. Und euch stören böse Wörter, weil kleine Kinder können zuschauen. Ja, ist mir echt scheißegal. I'ma need you to vacate the premises. Really reaching to maintain your relevance. The main reason why I don't have any friends in this is when I'm in the room, I'm addressing the elephants. And they paying for plays and traffic. They better off playing in traffic. I peep game for a while, I ain't quick to judge. But I can see them breaking character, the jig is the up. The ones that claim today the realest always wanna be in fakers. Paying for them follows every like and every favorite. The industry's a lie, I just wish that they would rap more. All this bigger than me never seen to use their platform. I'm sold out shows without selling out my soul. I'm playing in different states without me ever leaving home. I made a decision to go independent when I was a winner. Cause strong and infinite ain't something to live. But living the level was given negative, but I know I actually make it one day. When I step in the booth, I treat each record like a Sunday. A crack and sipping wine and leave confessions for my one takes. Tracking every move, I'm face to face with Alan on with that relationship's a one way. Das Ding kann mir gar nichts, Alter. Auch mit dem Scheiß anschwing ich. Boah. Oh. Pumpcheck, Alter. Ja, was laber ich eigentlich für Pumpcheck? Ihr habt den Punkt schon die ganze Zeit getrennt. Wir machen jetzt einen Fat-Check. Denn ich bin euch ehrlich, ich bin euch real mit der Physik und allem. Gucken wir uns das Ganze jetzt an. So, jetzt noch ein Doppel-Bizeps. One week and one day post-show. Also ihr müsst jetzt natürlich beachten, dass mein Bauch ziemlich voll ist. Es ist ne, offensichtlich nicht alles Fett, aber wir haben auch gut Fett aufgebaut. Digga, dieser. Alter, fuck, Mann. Also, Real Talk an dieser Stelle, ich kann mich nicht daran erinnern, wann meine Arme jemals so fett waren. Das muss wahrscheinlich irgendwann gewesen sein in Thailand oder so. Aber diese, also, gebt euch jetzt einfach mal. Piu, piu.
es fühlt sich auch einmal so krass an. Es ist so geil, nach der Diät jetzt wirklich wieder Kohlenhydrate Pump aufbau. Es ist einfach geil. Aber jetzt geht es ans Post-Workout-Meal. Darauf habe ich Bock, denn es gibt Rice Pudding. Let's go. Bam, Leute, gebt euch mal diese fette Schüssel, diesen fetten Rice Pudding mit Whey Drip im Geschmack Cinnamon Cereal. Gibt's jetzt, das gönnen wir uns und boah. Ich liebe Essen, sage ich ganz ehrlich. Ich lieb's. Worüber ich auch mit euch reden wollte, ist jetzt, wieso bin ich so fett geworden? Beziehungsweise, ich bin nicht fett geworden. Ich habe natürlich einiges an Fett angesetzt, da ich jeden Tag ungefähr 1000 bis 2000 Kalorien im Überschuss war. Das heißt, in der Woche habe ich roundabout ein Kilo, eineinhalb an Fett aufgebaut über die Zeit. Aber ich bin jetzt knapp 10 Kilo schwerer. Woran liegt das? Wasser. Einfach Wassereinlagerungen unter der Haut, aber auch in den Muskeln. Meine Muskeln, seht ihr ja, die sind viel voller. Darum ist der Pumpbau besser und alles, weil wir haben mehr Kohlenhydrate. Darum speichert der Körper mehr Wasser. Aber das Wasser ist halt auch hier angesetzt, gelagert. Und wir haben natürlich auch noch mehr Nahrung, die im Magen ist, weil ich davor halt nichts gegessen habe, da ja auch nicht viel Nahrung in meinem Magen war. Und ich jetzt ein bisschen mehr zu essen habe. Aber trotzdem sind wir wieder on track an dieser Stelle. Also hier mit einer Food Tracking App. Seht ihr das Ganze? 2700 Kalorien heute. Vielleicht gönne ich mir heute Abend noch eine Designerbar, weil die Dinger sind so geil. Und am Mittwoch kommt, by the way, die Cinnamon Cereal Designerbar raus. Falls ihr die wollt, ich würde an eurer Stelle einen Wecker stellen, denn ich denke, das Ding ist innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Also Mittwoch 18 Uhr, Code Jeremy, 20% Rabatt. Cinnamon Cereal ist die beste Designerbar. Also ich bin nur ganz ehrlich, die beste Designerbar, die ich jemals hatte, ist sogar der beste Schokoladenriegel, also allgemein so Süßigkeitenriegel, den ich jemals hatte. Ich check nicht, wie ihr es denn das hinkriegt. Es ist absolut geisteskrank. Ihr müsst euch da selbst überzeugen, wenn ihr jetzt denkt, ich laber Scheiß, müsst ihr euch selbst überzeugen. Mittwoch 18 Uhr, seid pünktlich, weil ich bin nur ganz ehrlich, ich nehme an, das Ding wird in... Ich kann kein Deutsch mehr. Ich nehme an, das Ding wird in unter 5 Minuten ausverkauft sein. Bin ich euch ganz ehrlich, weil es ist gleich wieder Dark Cookie. Dark Cookie kommt, by the way, auch zurück in den Shop. Es werden alle Designer-Bars gerestockt. Der war innerhalb von 3 Minuten das erste Mal ausverkauft. Das ist wirklich krass. Aber ja, da sind wir on track. Oh, und by the way, morgen werde ich 17. Ich habe da so gemischte Gefühle. Einerseits finde ich es geil. So, nee, eigentlich... Eigentlich ist mir egal, Geburtstage sind mir eh nicht so, ich gebe nicht so eine hohe Wertung auf Geburtstage, weil das habe ich erreicht. So, für mich war es ein Tag zum Feiern, war, wo ich diese Wettkampfdiät absolviert habe, wo ich es geschafft habe, weil ich so viel Arbeit reingesteckt habe, aber wieso soll ich meinen Geburtstag wirklich feiern? So, ich wurde da geboren, nice Accomplishment, so cool, Bro, das hat jeder geschafft, der hier auf der Erde lebt, der wurde immer geboren, ist okay. Ich gebe da nicht so einen Wert drauf, aber Geburtstage sind eigentlich so, da darf man dann mehr, aber 17 ist so unnötig, so, Bruder, du kannst einfach nichts mehr machen, außer, was man machen könnte, wäre Autofahren, wenn man die Theorieprüfung hätte, aber, scheiße, müsste ich lernen dafür und die kostet ja verfickt nochmal viel Geld und nochmal mehr, weil ich in der Schweiz lebe. Also ich habe das nicht, also habe ich genau gar keinen Vorteil, naja, egal. Und ich habe den Nachteil, für 17 ist die Physik dann nicht mehr so krass. Natürlich, ich weiß, meine Physik ist überdurchschnittlich auch noch für 17. Wäre sie auch für 18. Aber für 16 ist die Physik wirklich so krass und für 17 ist sie so, ja, nicht schlecht. Aber das ist halt immer so der Pain, so für Lifter. Ich glaube, fühlt mich da an dieser Stelle. Aber ja, was soll's. Ich glaube, ja nicht, ich glaube nicht. Ich weiß, jeder hat Muster durch. Also, ja, weil jeder hat so wie Geburtstag irgendwann und wird älter. Aber Leute, ganz ehrlich, jetzt im Bulk werden sich die Videos auf jeden Fall wieder verändern, weil ich habe wieder Energie und ich bin ein ADHS-Kind. Ich habe wirklich diagnostiziertes ADHS, aber it's besides the point. Auf jeden Fall werde ich in meinen Videos wieder irgendwie rumschreien oder irgendeine Scheiße machen, weil ich immer wieder die Energie dazu habe und weil das ich bin, weil das meine Personality auch ist, diese Energie rauszulassen und das werde ich auch machen. Viele von euch werden sich dann denken, Alter, dem Wichser entfolge ich, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu dumm. Gerne, entfolgt mir. Andere werden sich denken, ey, das ist cool. Schlussendlich bin ich ich. Ich bin mich selbst. Ich verstelle mich nicht für Social Media, weil das bringt es nicht. Das ist denn langfristig wird das für mich einfach. Natürlich könnt ihr mich verstellen für ein paar Videos. Dann würden mich gewisse Leute sympathischer finden. Ich würde mehr Abonnenten kriegen und ich würde mehr Geld verdienen. Aber das ist kurzfristig, weil langfristig würde ich dann mich selbst nicht mehr fühlen, mein Content nicht fühlen und nicht glücklich sein. Dann habe ich lieber ein bisschen weniger Klicks, ein bisschen weniger Abonnenten, ein bisschen weniger Geld, aber habe dafür eine geile Community und Spaß an dem Scheiß, den ich mache. Sage ich euch einfach nur mal so vorweg, nicht, dass ihr dann irgendwie in meine Kommentare rage, aber du hast mir in der Diät so viel besser gefallen, da warst du nicht so komisch. Ja, war ich nicht, aber auf jeden Fall wird sie jetzt noch der Rest von diesem lecker Schmecker Ultra Rice Pudding gegönnt. Die waren die Real Ones, die bis hierher geschaut haben. Ihr schreibt Bulk in die Kommentare. Einfach nur Bulk. Ich will so ein komplettes Kommentar-Section voll mit Bulk haben. Das ist nämlich geil, denn Bulk ist geil. Und wir sehen uns. Ich glaube, ich mache sogar morgen ein Geburtstag-Video. Irgendwas. Ich muss irgendeine coole Idee haben. Birthday Lift oder... keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns
irgendwann. Peace out.